So, willkommen zurück. Das Folge 110. Folge 36 oder sowas, glaube ich hier. Mal schauen, ob wir es diesmal endlich schaffen, Bannon zu erobern. Beziehungsweise, ob man unsere Truppen es schaffen, sich wieder aufzufüllen, ne? Jetpacks. Und wer ist das? Ach, das ist der Jetpack Infantry Mann einfach. Storm Grenadier Infantry Army. Commercial Gip, Forced March, Militia Project. Project. So. Euch fehlt ja noch Scheiß, glaube ich, ne? 160 Fuel haben wir dabei hier. Naja, wir werden. Na, wobei doch, wir können sie zumindest teilweise strategisch verlegen, glaube ich. Oh wow, überhaupt nicht. Ach, ja, ist alles ausgelastet. Unfassbar. Na gut, dann fahren wir mal. Erstmal das hier durchklicken hier, du. Wenn wir unseren Spritverbrauch jetzt an die Grenzen schicken hier, ne? So. Okay. Könnte natürlich eine Unterstützungsdivision dazu stellen, aber das wird hoffentlich auch so reichen. So, hi. Ach, da ist noch einer. Guck mal einer an. Ja. Das dachte ich mir. Ja, die sind alle abgeschnitten hier. Kein Nachschub. Keine Munition, keine Hoffnung. Okay, so, hier. Ja, dich würde ich ja dann einfach mal knallhart nach Osten verlegen, wa? Und dich auch. Oh. 2884 zu 1. Yip, yip. Das hier, da wird noch irgendwas abgebaut. Okay, du kommst auch mal rüber. Schaut ziemlich eindeutig aus. Mission completed. Mhm. Kannst hier nur angreifen. Mission completed. Zieh dich mal weiter zurück. Sie geben nicht auf. Das wird ihr Fehler sein. Das heißt, wir ziehen euch auch mal alle nach hier, ja. Ah, du fährst ja auch die Straße entlang nach Osten. Wir brauchen mehr Infanterie da drüben. Und alles hier, ne? Ja, ja, von mir aus auch ihr Vorlinks hier, könnt alle darüber. Und da ist zu eins. Mission accomplished. Gut. Die sind alle am Verhungern. Das ist echt unfassbar, ne? Aber es kann doch nicht sein, dass hier nichts ankommt, denn das kann mir keiner erzählen. Sie haben was bekommen, diese Runde, ja. So ist es nicht. Haben was bekommen. Hast du denn noch? Ja, du hast was gar nicht. Du hast auch keine Munition mehr. Das ist so bitter. Ja. Der Schaden wird nicht so üblich sein am Ende. Es waren auch so wenige Hits, obwohl da so viel drin steht. Ziehen sich auch nicht zurück, also ja. Ich nicht. Hier erstmal so rein. Das kann mir doch keiner erzählen, dass der nichts trifft.
50 wegen der, ja. 36. Wir haben durchaus auch ein bisschen was gemacht, ne? Das ist vor allem der Infanterie, gerade jeder Verluste hier ab. Ohne Ende. Und es wird auch nicht aufgefüllt, das ist das eigentliche Problem. So. Zumindest genug auf Lager haben, ha? So, Artillerie, die sind jetzt, da sind jetzt welche gestorben, knallhart. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Nochmal hier so viele. Dann leichte Panzer. Vierlinger hier. Jeez. Sie haben jetzt zumindest diese Runde ja was bekommen. Ja. Kann ich wieder gar nicht angreifen hier. Ja. Okay. Das Zeug fließt halt auch alles jetzt auch hier rüber erstmal. Ja, das ist auch geil. Ich könnte ja auch zumachen, aber alles nach Norden leiten. Mal zeig mir mal, Just. 500, 200, 100. Ja, ich glaube, das ist auch teilweise die fehlende Verbindung zwischen den einzelnen 100.000 Systemen, die hier jetzt stehen. Ne? Drug Road, Sealed Road. Aber mal hier eine Autobahn, das ganze Ding hier rum. Die hier oben, die sterben alle. Es wird halt eigentlich nicht viel helfen, sie hier runter zu tun, aber na, wobei, es wird, eigentlich wird es schon helfen. Haben die noch eine Stadt hier? Also wir sehen zumindest keine. Sie haben irgendwie eine gebaut. Kriegen wir ja mehr Nachschub hoch. Das hier wir mal absperren hier. Da muss nichts dahinter. Schickt alles hier runter. Da muss nichts hin. So, das kommt dann alles hier rüber, ja, und dann kann das hier rüber fließen. Das sind eigentlich auch genug Verbindungen da für alles, wenn man ehrlich ist. Und vielleicht, nee, das soll schon hier durchlaufen. Ja, und ihr seht, das ist Erstaunliche, obwohl wir echt gut vorbereitet waren. Es ist halt jedes Mal, wenn es dann wirklich zum Krieg kommt, dann hast du solche Versorgungsschwierigkeiten. Das ist halt, ich meine, die Bahn, die macht sie halt aus, ne? Da, die bringt uns halt nicht wirklich was, wenn wir die hier hochschicken. Ich meine, ich könnte dich auch direkt noch upgraden, dass er vielleicht das nächste Ding hier, ha? Workstation 2, sie ist wieder. Achso, stimmt, du bist ja nicht mal Level 2, ne? Und ich kann natürlich niemanden ansiedeln, weil die Leute uns fehlen. 200 mehr. Würden wir vielleicht bisschen mal das erhöhen, soll die Budget erhöhen. Kann der Rekruten, das passt. So. Die ganzen anderen Entscheidungen. Demagog in Omikron. Binden ihn und arrestieren, ha? Huh? Versuchen, ne? Nee. Order acknowledged. Haben die Leute absolut überzeugt hier. Proteste in Zwienburg. Check die Truppen. Schwarzmarkt in Zwienburg. Lassen sie mal sein, ne?
Incident with Discipline, Disziplinprobleme. Verlieren seine Actions. Ja, Budget ist auch okay, müssen wir auch nichts mehr ändern. Ja, ebenso wenig. Military Research. Atomic Missile, ha? Wenn dann alles andere. Ja. Alles andere fehlt. So, ein Jetpack Infantry. Mit Lasern natürlich, mit Heavy Combat Armor. US. Na, komm mal noch für die dritte Infantry Brigade. Ah, da können wir direkt mal ein Militär nehmen. Military, zack. Ah, Vlad Dean Man. Oh mein Gott. Können wir noch einen anderen haben? Roger that. Wichtiger Noob. Dexter Arrakis. Auch gewusst jetzt. Was ist denn los? Ja, Dexter. Zu dem Glückwunsch, du siehst aus wie Dolph Lundgren. Deswegen kriegst du hier den Vorzug. Wo ist er denn, Dolph? Strat. Wie das? Und noch ein Dopaminator hier. Ah, ne, wir haben andere Sachen. Willpower. It's impossible, we cannot tell you. Achso, hier. Yeah. Oh Gott. Wie heißt der Typ Dexter? So, hast ein Protokoll-Druiden und kriegst noch das hier, so. Okay. Happy Family! Nein. Personal Combat Skill. Copy that. So, das ist eine eigene Garde. Du hast alles, Dexter. Enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht. Ja. Der Autokrat, 46 Jahre alt, weiß. Naja, nicht so wirklich alt, aber so halb alt. Ach ja, guck mal an, hier, die verhungern auch hier. Was natürlich sehr interessant ist. Willst du mich eigentlich verarschen? Ach, natürlich. Kauf mal das hier und nationalisier auch das hier. Wie viel? 10.000? Klar. Ne, 1.000 nur. Gut. Das sollte schon helfen. Und hier sind wahrscheinlich ja, nicht so glücklich, hä? 33. Ich weiß gar nicht wieso, vermutlich wegen dem massiven Unrest. Ja, deswegen wird es hier auch ständig so weitergehen. Können wir hier vielleicht noch... Zonen Strategium. Schon... Zone... Was ist das so Raya Basin? Außer dieses kleine Ding hier, hä? Ich krieg's auch nicht ausgewählt, ne? Maxia. Hä? Omikron ist literally nur die Stadt gerade hier. Ja, das macht Sinn. Nicht. Okay. Ich meine, hier ist eh nicht viel, ne, aber... die Wüste hier mitnehmen. Das da oben haben. Zumindest Mayfield 2 hier, ne, sollte er natürlich haben. Damit er sich irgendwie mit Essen versorgen kann. Sollte helfen. Dann gehen wir mal in die nächste Runde und hoffen. Was sagt denn die Preview eigentlich? Die Bottlenecks. Ach, wirklich. Das hätte ich ja niemals gedacht, dass das Bottleneck hier ist. Ist auch noch alles Wald und alles. könnten ja tatsächlich hier irgendwie noch Transporter bauen oder hier.
Copy that. Drug Station. Construct Road, Sealed Road und die ziehen wir dann auch noch hier hoch. Ich meine, hier. Rossack. Doch, du läufst tatsächlich. Das ist alles von Corinna's Band versorgt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wer weiß. Egal, machen wir nächste Runde weiter. So. Okay. 111, 4 Entscheidungen. Matten verloren, zumindest nicht durch Gefechte. Private Careers. Die Sky Boys sind fertig. Sich das mal an hier. Alles gut hier oben, ja. Alles gut. Nur tatsächlich sind die Bottlenecks etwas kleiner geworden. Das ist schon mal besser. Ich sehe alles immer noch rot, aber zumindest nicht mehr schwarz. Nicht mehr schwarz. Current. Was ganz aus. Also nur, als würden wir nichts sehen. Hi. Ja. Jetzt zu zweit. Was ist das denn für ein Witz hier eigentlich? So werden die immer mehr entrenched. So treffen unsere Leute auf einmal nichts mehr. Das ist doch ein Wackmann, das kann mir doch keiner erzählen. Da ist doch niemand, das sind alles Nuller. Wir treffen kein einziges Mal. Hallo? Hier ist kein Schwein drin, ja? Da unten sind ein paar. Aber das war's dann auch. Wir haben 490 Recon, wir sehen ganz genau, wer da drin steht. Und trotzdem will er mir hier erzählen, nein, du kommst da nicht hinein. Das ist nicht das erste Mal, dass ich sowas sehe, ja? Dass auf einmal dann gar nichts mehr geht. Wir haben noch genug Munition, wir haben noch genug von allem jetzt mittlerweile, ja? Also wir bleiben einfach hier, lassen den weiter umstellt und chillen eine Runde. Natürlich noch mehr Leute hier oben gestorben, glaube ich, im Norden. So. Trotzdem immer nach, ne? Oh, nochmal zwei Bolterbüsse vom Feinsten hier. Dann haben wir noch genug Ball. Ja, Rocket Launcher hat jetzt auch mal zwei erwischt. Mach mal so einen besseren Distant Thunder hier. Ach ja. Ich meine, es wird ja besser, ja. Es wird durchaus besser. Ich auch versuchen hier. Bin ich nicht sicher, ob das überhaupt was bringt. Mark Life Points. Copy that. Bau sie mal trotzdem. Wir bauen jetzt eine Rail nach hier unten. So. Können wir dann zumindest einen Teil der Sachen weiter nach Norden transportieren? Pink Boys sind unterwegs, bald wird alles gut. Und wir nehmen hier einfach mal alles ein, wa? Jetzt kommt ihr hier auch mal dazu. Auch hier hin. Die erste, die können wir jetzt auch darüber ziehen, würde ich sagen. Ist eh zu der Truppe, die da hinten steht, eigentlich. Ja, weil mir ziemlich sicher, dass unsere Leute das hier hinbekommen.
Würde ich behaupten, ne? Ba-bam, ba-bam! So. Die Kavallerie ist da. Vernichte dieses HQ endlich. Wo immer die noch Leute herbekommen. Wir müssen nur die Wüste. Oh, die fünfte Mod. Blue Boys kommen auch weiter hier hoch. Und ich will mal hier so. In hier geht es mittlerweile echt wieder relativ gut. Ja, wir haben hier natürlich dasselbe Problem, dass ich hier erstmal eine halbe Stunde wieder die Zone mal machen sollte. Quatsch. Dass hier mal irgendwie in normalere Bahnen verläuft. Ja, ich wünschte mir, man könnte, es gäbe dafür irgendwie eine schnellere Art und Weise, das zu regeln. Das ist schon ein bisschen nervig, ne? Ja. Komm, ein bisschen Berge kriegst du auch noch mit hier. Dann wird das hier alles, was dazu kommt, auch von den Jungs hier angeschlossen. Das ganze wunderschöne bergige Waldgebiet hier. So. Das hier machen wir es auch mal bis so weit wie es geht nach Norden, ja. Wenn wir hier extenden, dass das dazu hier dazu kommt und nicht zum anderen. Zu der anderen Stadt im Westen, im Osten meine ich. Okay. Also der Truppenverschiebungen. Mehr Artillerie ist immer gut. Anti-Tanks, das passt alles. Ihr könnt auch mal hier nach Westen rübergehen. Die ganzen Milizen hier. Auch kein Mensch eigentlich. So, die zweite Armored Division hier rüber. Du bleibst mal hier stehen. Tatsächlich ist hier einer unserer Probleme, Nachteile, wie auch man es nennen möchte. Das sind mehr Terror brauchen. Da kann das ja nicht schaden hier ein bisschen. Na komm. Schieß diese Bergschnecken. Ja, leider zieht sich jetzt. Das wird sich jetzt leider ein bisschen hinziehen, so wie es aussieht. Bin auch hart am Überlegen, ob ich das aber nicht mehr aufnehme. Und ich bin dann wieder melde, wenn Banyan endlich fällt. Weil, naja, ne. Das passiert eigentlich nicht mehr viel hier. Außer, ne, wir werden irgendwie noch angegriffen von jemandem. Oder Schneckenböcke sind richtig heftig aus. Kann natürlich potenziell alles passieren, ja. Diese Schnecken hier im Süden, beziehungsweise Käfer, sind ja äußerst mächtig, wie wir immer wieder feststellen. Ja. Sollte jetzt aber nach und nach alles besser werden. Das hier. Was wir halt auch brauchen, ist hier irgendwo auch nochmal eine Station. Keine Ahnung, wer die bemannen soll, aber wir bauen mal eine. Da eine und hier eine. Eigentlich, ja, hier. So. Und zu beenden. Oh, 4 Entscheidungen vergessen. Oh nein, wir werden sterben. Oh wow. Ja, hat wohl irgendjemand einen Ausdruck versucht. Wir haben 3300 Infanteristen erledigt, 60 Panzer. Wir haben 10 Geschütze verloren, 30 Panzer. Okay. Remetal und Liedmont. Neue Tactical Nuke. Taktische Nuklearwaffen sind entdeckt. Optation. Okay. History. Da oben kämpfen sie auch gegen irgendjemanden.
Ja, sie haben echt versucht, hier aus der Stadt auszubrechen. Wow. Ja, da haben sie massiv verloren, würde ich sagen. Haben sogar mehrmals versucht, an mehreren Stellen. Wow. Sagen. Echt, ja, sie haben sich den falschen Moment ausgesucht. Muss man, also wir sind ja mittlerweile hier auf gelbe Versorgung. Das ist ja unfassbar. Jetzt läuft die auf einmal. Bedeutet wahrscheinlich auch, dass wir demnächst auch mal Verstärkung bekommen sollten. Ah, warte mal. Policy Speech. Ja, Moment. Number of Leaders, so es goes to 44, Session Level. Das können wir mal machen. So. Es gibt wieder Gehaltserhöhungen für alle. Und die generelle Runde. Model Design Task, das ist okay. Wir könnten mal eine neue Infanterie wieder designen. So, und zwar Build Upon Praetorianer. Laser Rifle. Die Combat Armor. Einfach nur eine bessere Version. Ja, wir sollten jetzt genug Field-Testing haben. Punish. Die Arbeiter. Ja, wir kaufen. Ja, wir öffnen Kontakt. Osgalia Pax. Radia Parlament. Oh nein. Nicht mehr Radia. Schicken Leute. Oh oh. Wir mögen uns nicht mehr. Es ist verheerend. Nopikon gehört auch uns. Wie schaut's denn aus hier? So mit der ganzen Meute so. 10 zu 1? 13 zu 1? 10 zu 1? 15 zu 1? Angriff! Oh, da ergeben sich einige. Mission successful. Wir haben gewonnen. Ja, jetzt waren auch diese ganzen komischen Dinger nicht mehr da. Brau. Ah. So. Feuer! Feuer! Jetzt schießen wir auch mal wieder richtig, ne? Zu wenig Munition überhaupt zu schießen, das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Jenseits meiner Vorstellungskraft ist das. Das ist 1 zu 2000 irgendwas. Die Typen hier hinten, die kriegen immer noch nicht wirklich was ab. Aber wir sollten die hier ein wenig zurechtgestutzt haben. Okay. Bannern. Die Leute leben hier. Next Level 550.000, also dürften eine Menge sein. Da warten wir jetzt, bis die Besseren da sind. Meine Güte. Lustdrakone. Nicht Animal. In dem Endspurt, Charlie, ich kann jetzt nicht. Ah. Ich wollte ja noch mit dir einen Angriff hier machen, aber switch mal auf Air Attack. So, 1 zu 4,7, komm, du bist trotzdem. Einer ist noch drin. Ein Treffer war auch dabei. Und vorwiegend normale. Normale Boys hier. Ich guck mal alles hier rein, ne? So. Es dürfte hier alles durchfließen und alles ist gut und die Bainon-Zone kann natürlich dann potenziell auch direkt mal hier etwas erweitert werden, hätte ich gesagt, hä? So. Lassen sich irgendwie mit dem Zeug mal versorgen hier.
Scheint ja eine ganze Menge Essen zu brauchen, auf jeden Fall. Das ist cool, da haben wir die gar nicht mehr gebraucht, die neue Panzerdivision. Sollte das eigentlich auch noch zu dir gehören? Auch das hier alles oben. Mach das mal. Okay. Wenn das hier der letzte Stadt ist, dann müssten die jetzt eigentlich alles verlieren. Eigentlich. Oh ja. Hm. 69 zu 1. Jetzt haben wir drüben kein Problem mehr, aber dafür hier. Ja, alle rein da. Das ist Galia-Pax. Galia-Pax. Ja. Im Osten, beziehungsweise im Westen, nehmen wir uns aber weiter das Territorium ein. Und darüber, und wir werden von hier aus auch mal eine schöne Straße hier ins Outback führen. So. Ja, den ganzen Rest müssen wir eigentlich dann hier fast gar nicht mehr bewegen. Also überlegen, wie wir das alles noch verlegen ordentlich. Unser Panzer jetzt mal sterben. Nein, er zieht sich weiter zurück. Was habt ihr denn so? Schweres MG Infanteriebataillon mit Chasseurs. Ne? Das Franzosen sind das auch. Okay. So, fahren wir mal darüber. Und bauen uns hier eine äußerst kostspielige Straße. So. Ja, du bist auch neu gespawnt, hä? Die Idioten, die den einfach nicht tot bekommen. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt tatsächlich schon reicht fürs Gewinnen. Werden sehen. Sind auf jeden Fall, glaube ich, ziemlich gut dabei. Wir haben noch 6,8%. Immer noch zu. Ne, warte mal. Ich denke, wir müssen in die nächste Runde erst. Dann könnte man ja sagen, dass wir euch vielleicht doch lieber nach Osten verlegen sollten, falls wir hier noch angreifen müssen. Wir das. Die dritte Armor geht nach Osten, in den wilden Osten. So. Ja, hier unten mal hier ein bisschen da noch einnehmen. So. Natürlich haben wir ja auch, genau, die ist fertig, auch fertig, die Station hier. Abdeckung dürfte jetzt sehr viel besser sein allgemein. Haben wir in dir denn... Ja, hier gibt es einen Transporter, müssen wir aber erstmal kaufen. Das Ding kaufen wir auch. So. Gut, das ist ja nie was hier mit dem... mit dem Shit hier. Wir kaufen nochmal ein bisschen, beziehungsweise stellen etwas Munition her. Roger that. So. Und beenden den Zug. Mal gucken, was passiert. Achso, keinerlei Verluste, das war zu erwarten. Neue Entscheidungen stehen an. Metal Deposit in Liedmont. Die gehört uns und die Atomic Missiles gehören auch uns. Und die Diana 2 sind auch fertig. Der Atomic Launcher. Mal ein Design. Opta-Wings. Cool. Berlion. Apokrypha. Civilization Level, ja, das wollten wir ja eigentlich immer noch machen. Eigentlich. So, jetzt zeig mal. Hm? Mr. Victory Overview. Ach, 46,4. Also, ehrlich gesagt. Es ist nur das Gebiet des Planeten, was wir noch einnehmen müssen. Okay. Dann machen wir noch eine Folge, in der wir nur. Es gibt halt keine Easy Pickings mehr, ne? Das ist ein bisschen das Problem.
bietet mir überhaupt nichts mehr. Sowas von tot. Ja, okay. Ich merke schon, wir haben wieder Probleme hier. Wir hatten genug für einen Schlag. Mit allen, die wir da haben, geht das schon, oder? Ausgehalten. Das ist echt unfassbar. Aber wir haben sie nochmal heftig dezimiert. Ja, ihr habt natürlich alle keine Arbeit da. Na gut, machen wir noch mindestens eine Folge weiter, ne? Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao, euer Thorn.